Trinken Sie beim Autofahren? Na, bin doch kein Selbstmörder. Bitte, ist es endgültig gelungen. Danke. Der letzte Kunde hat sein Interesse an seinem Interesse verloren. Eine lokale Werbung hätte ich noch. Wirklich? Von einem Sandwichdienst. Hui, die Häscher von der Post, vom ORF. Um Himmels Willen, sie werden ja waschelnass. Gehen Sie doch zart. Ist das gescheit, dass Sie zu Ihren möglichen Stars so unmöglich sind? Wer war denn das? Die Nora Frey. Ah, wird schon wieder kommen, wenn es trocken ist. Vielleicht ist es noch draußen. Na. Papa, red die Mama wieder mit dir? Ja. Was hat sie gesagt? Gusch. Sie haben Sodbrennen. Vertrauen Sie dem einfachsten Weg. Wo bleibt das Danke? In vielen Fällen helfen Stiefmütterchen. Wenn nicht, dann war die Anschaffung auch nicht umsonst. Danke. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ist Ihnen nicht sehr oft sehr kalt? Lieber bei der Waldrat fummeln, als beim Kartenspielen schummeln. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Der lebende Beweis stellt exklusiv für Tuhu wa Buhu seine brandneue Single vor. Als ich dich fand, ging eine Sonne auf und der Himmel war so nah. Was fällt Ihnen zu Tuhu wa Buhu ein? Nicht einmal nichts. Ja! Ein singender Koch, das war mir was Neues, gell? Ja. Aber Sie werden auch bei Tuhu wa Buhu nichts Neues erwarten. Ist das Ihre Auffassung von Humor? Ich hab keinen. No, no, geh nicht vorbei, als wär nicht geschehen. Es ist nie zu spät. Die Hansifettis, brauchen Sie einen Waffenschein. Aber, und in diesem Moment bin ich draufgekommen. Wir präsentieren das Erfolgsprogramm. Erfindungen. Ich bin spät drauf. Wo drängen kannst du woanders? Wer imponiert Ihnen bei Tuhu wa Buhu? Der Niki Lauda. Der spielt gar nicht mit. Nee. Wo gibt's einen Romeo, der zu mir sagt, sowieso? Wenn du, Trottel, glaubst, dass ich der Trampe bin, der dir den Trottel macht, tramst. Wissen Sie, was heutzutage wirklich Zuschauererfolge sind? Meine Erfindungen. Was haben Sie denn schon erfunden? Ein Fallschirm, der beim Aufprall automatisch aufgeht. Also wirklich erfolgreich ist im Kino heutzutage alles, was eine römische Ziffer neben einem Titel hat. Indiana Jones, römisch 6. Thermometer 3. Da, da, da. Da, da, da. Na. Wollen Schnecken essen? Ja. Dann bestellen Sie einen Salat. Der Wahnsinn einmal. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Juhu! Wohin? Toronto. Intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle
song and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made them up in Hollywood. Nur wer Damenbesuch droht, brauchen sie nicht zusammenrahmen. Und sie war doch nicht der Küchenrolle gescheiter. So einen Bratenkopf haben sie nicht und jetzt will ich anständige Verbeugung flüssigen. Bitte? Grüß Gott. Willkommen, meine Damen. Grüß Gott. Wir lassen es aus. Darf ich ein Telefon benutzen? Wem wollen sie noch anrufen? Die Polizei? Die Auskunft, wenn es eine Nummer von der Polizei durchgibt. Was halten Sie denn für 1, 3, 3? Aber was die Feuerwehr ist, zahlen Sie die Strafe. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Erstens, ich fahre mit deinem Mann nach Australien. Und die schlechte? Sag mir, wo ist der Liftboy, der sonst da war? Entlassen, weil er verfahren hat. Wenn Sie was getrunken haben, nie mit dem eigenen Auto fahren. Sie habe ich ja gar nicht angerührt. Ist von mir selber, damit ich nicht vergesse, mein Medikament zu nehmen. Welches? Die Salben, damit der Fleck weggeht. Was führt Sie zu uns? Anscheinend der sichere Instinkt für Niederlagen. Bei Tohuwa Bohu stehen Ihnen alle Wege offen. Vor allem der Weg zu Haus. Ich würde gerne was Romantisches spielen. Drei Münzen im Brunnen. Alle drei. Und ich? Ins Wechselgeld. Willst du nicht mehr alleine sein? Bei mir wirst du es sicher sein. Melodien der Herzen. Tag. Knie. Warum? Weil ich der altmodischen Ansicht bin, dass ein Mann auf Knien nur meine Hände anhalten muss. Von mir aus. Wollen Sie meine Frau werden? Wir kennen uns doch gar nicht. Dabei erober ich jede im Sturm. Muss erst auf ein schlechtes Wetter warten. Papa, die Sicherung ist durchbrennt. Mit wem? Raus! Also bei uns wird er viel zu viel gespart, aber bei Ihnen sollten die Sachen dort schon ein bisschen größer ausfallen. Was ist denn da drinnen? Ein Obstler. Das gibt's zu, Arno. Daheim mache ich, was ich will. Ist auf Ihrer Seite Ackerklopapier? Schlechte Zeit für Spaßmacher? Kein Problem. Wir schulen Sie so gründlich um, dass kein Mensch ahnt, wo Sie herkommen. Haben Sie seit Monaten nicht telefoniert, dann sollten Sie Ihren Puls fühlen. Den Puls fühlen! Den Puls fühlen! Schrei mit dem anderen Burle! Ba 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 Brand. Ba 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 Brand. Uhr gedreht. Kein Mensch. Also vergeht die Zeit wirklich so langsam. Rauchverbot. Melodien der Herzen. Tag. Knie. Wollen Sie bei Frau werden? Ich überleg noch. Ich hab die gestern in der Straßenbahn gesehen. Und? Wie war ich? Hinweis des Energieministers. Sparen Sie Energie. Drehen Sie diese Sendung ab. Ihr Standpunkt zu Männern? Ich hab kein Glück mit Ihnen. Der erste ist mit einer anderen Frau gehabt und der zweite nicht. Partner-Shopping. Wenn du ein kleines Wirtshaus hast, weiß ich, dass du zu mir passt. Denn ich hab wenig Interessen, außer kaltes Bier zum Essen. Wie gefällt Ihnen Tohuwa Bohu? Ausgezeichnet. Ist das die Wahrheit? Ich lieg nie. Was waren die letzten Worte von Pinocchio? Scheiß Termiten. Und
schon wieder ein Haar in der Suppe. Tut mir leid. Der Salat schmeckt komisch. Warum lachen Sie nicht? Der ist wirklich für mich? Ich hab mir gedacht, ich mach mich beliebt bei Ihnen. Und zu was ist die da? Sie wollen da nicht raus? Na, boah! Na, das probiert mein Mann auch immer. Also, wenn ich was getrunken hab, steig ich absolut nie mehr Auto ein. Ja, absolut. Da gibt's absolut nichts. Ich möchte wissen, warum du geheiratet hast. Der Frau ist weder jung, reich noch schön. Aber sie kann einem wunderbar auf die Nerven gehen. Ihr Kopf ist schief. Schaut aber intelligenter aus. Ist das nicht schwer? Ja. Wie ist das Make-up? Schaut nur ein bisschen Gesicht durch. Originell. Beschweren Sie nur beim Drehbuchautor. Ich habe in meinem Leben schon viele Frösche geküsst. Aber ich gebe nicht auf. Danke. Auch nicht schlecht. Wie kriege ich den aus dem Zimmer? Und das sind unsere heutigen Wunschfilme. Manche mögen's heiß. Dirty Harry. Messer im Kopf. Egal, wofür Sie stimmen. Wir spielen Melodien der Herzen. Sind Sie der Herr Marco? Ja. Sollten Sie nicht blond sein? War ich gestern. Und Sie wollen unbedingt heiraten? Unbedingt. Sind wir vielleicht schwanger? Nein. Man weiß ja nie, ob so eine nicht nur einen Trottel sucht. Shopping. Dein Leben ist bald nicht mehr trist, wenn dir gefällt, was du jetzt siehst. Den Stereoton zu dieser Sendung können Sie seit Beginn in Bayern 3 hören. Polizei? Was ist mit dem Revolver? Falls Sie nicht lesen können. Hab ich was angestellt? Weiß ich doch nicht. Ist was passiert? Ihr Mann ist erschossen worden. 5 Kugeln. Woher wissen Sie das so genau? Weil da nur noch eine drin ist. Was hat er angestellt? Na, keine Angst, nix. Ich wollte mich erschießen, aber er ist zwischen mir und den Revolver gekommen. Und da schießen Sie 5 Mal? Ich habe mich eh nach jedem Schuss gewundert, dass ich nichts spüre. Idiot! Was? Idiot! Borgens, bitte. Sehen Sie hier Josephine Z., die eben dabei ist, das beste Pflanzenwuchsmittel der gesamten Geschichte zu entdecken. Und hier rechts, meine Damen und Herren, sehen Sie die Müllverbrennungsanlage Floridsdorf. Und hier sehen Sie das Wiener Stadion nach dem Cupfinale Liverpool gegen Tottenham. Venceremos, venceremos. Auf der Mauer sitzt der große Wanzen. Kennen Sie kein anderes Lied? Soll ich im Bus das Panzerlied singen? Hier ist also der Stephansplatz mit dem nicht mehr ganz neuen Haushaus. Der Dom selbst ist als Leihgabe in St. Pölten. Das interessiert doch keinen. Jetzt passieren wir die bekannteste Brauerei in Schwechat. Na, so weit kommt's noch. Bier her, oder ich fall um. Wie heißt denn der Kleine? Na, hat er noch nicht gesagt. Gloriette. So heißt doch Kabur. Und hier unsere 3 Wunschfilme. Der weiße Hai, außer Atem. Der Glöckner von Notre Dame. Sie haben gewählt. Und wir spielen die ORF-Version von Schweigen der Lämmer.
Lämmle, dürfen wir mit einem zweiten Teil rechnen? Na, Sie sehen doch, ich habe den Beruf gewechselt. Aber wo sind die Lämmer? Im Kino. Und das Autogramm? Nur auf einen Geldschein. Ich persönlich würde all das für meine Zuseher machen. Wozu? Keine Ahnung von Humor, aber dauernd lachen wollen. Meine Zuschauer sind eine einzige Chance. Genau das gefällt mir nicht. Was ist jetzt? Die Flucht geht weiter. Wohin? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir die Geiseln. Spaniens Gitarren begleiten die Verliebten seit ewigen Zeiten. Es muss Nacht sein, und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren, die spielen, als ob sie mit den Liebenden fühlen. Es muss Nacht sein, dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Und wir zwei machen vom Alltag mal Pause. Es geschieht endlich mal, was uns gefällt. Es liegt Sonnenschein über der Welt. Spaniens Gitarren, die bringen alle Lieder der Liebe zum Klingen. Aus. Was hilft am besten gegen Tohuwabohu? Schutzhaft. Melodie der Herzen. Warten Sie auf mich? Kann ich mir nicht vorstellen. Wieso nicht? Weil sie geschrieben haben, dass sie in einem frechen Kostüm kommen. Stimmt schon. Sie kommen momentan leider nicht in Frage. Ach so? Oje. Schauen Sie in 3 Jahren wieder vorbei. Vormittag oder Nachmittag? Und wann lassen Sie ihn einmal aus? Gar nicht. Ist doch ein aufbauender Anblick. Sie sind nur gemein. Nicht den roten Knopf! Und du meinst, ich sollte mehr Feuer in meine Platten legen? Nein, die Platten ins Feuer. Kann man das essen? Einmal kann man alles essen. Bist eingeladen. Macarole in der Nacht, du hast Tränen. Sagen Sie, was ist eigentlich aus der depperten Brünetten, wo er mit der Volksjahr ihr Mann auf dem Ball war? Ich hab mir die Haare färben lassen. Ihnen gefällt einmal was. Bei Tohuwabohu nie und nix. Warum lachen Sie dann? Weil es gleich aus ist. Bin ich da beim Fernsehen? Na sicher. Was ist? Blondinen gelten ja allgemein als dumm. Und? Brauchen Sie einen lebenden Beweis? Was waren Sie denn bisher? Callgirl. Fahren Sie nie zu langsam? Ja, beim Rennen. Und nächste Woche gibt's dann Fisch und Gips. Die Chefin hat gesagt, ich soll sagen, dass sie ihr leid tut, dass sie nicht mehr da ist. Sagen Sie, ich bin froh, dass ich nicht vorbeikommen bin. Wohin? Abwärts. No, no, geh nicht vorbei. Warum tragen Sie keine Krawatten? Hab ich Hand frei? Die er liebt.
Hilft ja gar nichts ohne Code. Wer will schon einen Code? Und was machen wir jetzt? Wir machen uns nichts draus. Und jetzt? Lassen wir bei Tohuwabohu die Sau raus! Das war Tohuwabohu, eine Co-Produktion mit Fahrt 1.